Wenig für eine Strafe. Nein, also Leistungszentren Wismar ist keins mehr. Dann haben wir aber noch die Sportschule in Rostock und Neubrandenburg. Ja, 7 Meter jetzt verworfen. Und dann der Treffer von Ines Jeske. Ihr Dritter in diesem Spiel, 27-16. Auch für Wismar. Und jetzt sehen wir wieder den Torwartwechsel auf Seiten von Grünwald-Schwerin. Sina Güdokait kommt jetzt wieder ins Tor. Und Laura Ullmann wieder an den 7-Meter-Punkt. Ich hätte es mal vorher sagen sollen, ich habe es nämlich geahnt. Ja, aber das funktioniert gut auf grün-weißer Seite. 7 Meter Kill nach Torwartwechsel. Wirklich gut. Pauline Holz auch noch die Möglichkeit hier. Und damit sind dann alle Spielerinnen, die bei Grün-Weiß auf dem Spielprotokoll stehen, auch mit zum Einsatz gekommen. Klasse Tor mit 20 Meter Anlauf, Ines Jeske. Er ist relativ schwer dann auch aufzuhalten, wenn man mit so einem hohen Tempo kommt. Ines hat dann eben auch gewisse Größe und ein bisschen Sprungkraft mit dabei. Dann ist es auch schwer für die Torhüterin zu halten, man hat ja auch gesehen. Ging ja genau im Bügel. Von der Idee her richtig, außen raus zu spielen, aber schlechter Pass. Wie ist das eigentlich als Trainer, gerade bei so einem Spielstand, wie aufmerksam verfolgt man dann noch? Entschuldige, Philipp hat mich gerade abgelenkt, aber ich glaube... Ja, wie aufmerksam ist man dann noch bei so einem Spielstand als Trainer? Fred hat es beantwortet. Ja, er sagte ganz schön aufmerksam. Das sieht man ja, beide haben Zeit, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Nein, Spaß beiseite. Natürlich ist man beim Spiel dabei, man zieht die Mannschaft. Auch wenn man jetzt eben halt stückweise durchgewechselt hat oder auch mal für den einen oder anderen Spaß zugute zu haben ist, ist man natürlich hoch konzentriert immer noch beim Spiel. Es geht immer noch 3 Minuten. Ja, und da haben wir gerade eine Kuriosität gesehen. Jennifer Kriegsmann läuft da gegen Christine Vogt. Das hat die Abstimmung nicht gestimmt, aber da sieht man jetzt drüber weg. Kann man auch bei dem Spielstand, denke ich mal. Gut gehalten von Anna Harm. Und der Treffer von Christine Vogt, diesmal hat es besser funktioniert. Jennifer Kriegsmann hat da die Hand dran.
Und sag es ruhig, Philipp. Kai, sag es ruhig. Ja, jetzt haben wir natürlich, jetzt haben wir wirklich alle auf dem Feld, die auf dem Spielprotokoll stehen. Mit dem Wechsel jetzt nochmal. Ja, mit Nele haben wir dann jetzt wirklich alle 14 gesehen. Und wenn man überlegt, dass dann noch so viele Spielerinnen von Fred fehlen, Alim Brandt, Lisa Marie Menzel, das sind auch zwei Leistungsträger der Mannschaft. Und trotzdem ist man hier deutlich in Führung. Das zeigt ihm halt das Potenzial auch der Mannschaft. Und Nele nimmt sich gleich den Wurf. Schlecht vorbereitet, aber das soll ihr vergeben sein heute. Ja, es ist ja so. Sie hat wenig Zeit, sich zu beweisen, muss eben halt auch mal Sachen riskieren. Das hat sie da getan. Und ich glaube, da ist ja auch keiner mehr böse, wenn sie das tut. Nein, Julia Teich mit dem zweiten Treffer. 29:17, wir haben jetzt noch knapp 40 Sekunden zu spielen. Ja, und wer ihr noch fehlt, ist ja Angie Blake auch noch als Leistungsträger. Also wenn man überlegt, dass drei Leistungsträger der Mannschaft fehlen, dann braucht Fred auch keine Scheu vor den überregionalen Vergleichen haben. Weil wenn, ist ja so, da hat Nele ihr Tor. Ist ja so, dass das, wie gesagt, ja hier wenig Forderung ist im Land und da muss man eben halt darauf warten, dass der April, der Mai kommt. Ja, bis dahin müssen wir erstmal durch den Winter kommen. Elisa Michler mit dem zweiten Treffer. 30:18, jetzt haben wir noch. Und Jennifer Kriegsmann mit dem direkten Wurf und damit ist Schluss hier. 30:18 gewinnt Grün-Weiß-Schwerin gegen die TSG Wismar. Ich bedanke mich bei Steffen für den netten Kommentar. Kein Problem. Und damit geht dann auch die Mannschaft von die B-Jugendmannschaft in die Winterpause, zumindest was die Heimspiele angeht, in die Weihnachtspause. Und da wünschen wir dem für eine frohe Weihnachten schon mal für die B-Jugend des SV Grün-Weiß Schwerin. Beendet das Spiel zwischen Grün-Weiß-Schwerin und der TSG Wismar und wir wenden uns erstmal an den Gast, Herr Mädling, der Trainer ist da. Ja, was fehlte bei der TSG Wismar, weil das ist doch recht deutlich ausgefallen. Naja, wir hatten eigentlich von vornherein gesehen, dass wir, ich will nicht sagen, keine Chance hätten hier, aber wir wollten uns so teuer wie möglich verkaufen. Ich bin auch heute auch nur Stellvertreter, dadurch, dass mein Trainer eigentlich krank ist, der liegt zu Hause im Bett, habe ich mir bis heute das Amt übernommen und ich muss ganz ehrlich sagen, die Mädels haben das umgesetzt, was ich eigentlich auch so von ihnen erwartet hatte. Es waren kleine Sachen, wo ich davon ausgehe, dass wir Fehlabspiele vorne hatten, wodurch Konter zustande gekommen sind. Das waren so, ich sage mal so 5 bis 6 Sachen, wo man sagen kann, da müsste man dran arbeiten, denn so in der Deckung allgemein haben wir eigentlich gegen Grün-Weiß gut gestanden. Da muss ich meine Mannschaft ein Lob zollen. Dazu kommt zwar vorne dann eben dieser Zug zum Tor, der fehlte mir ein bisschen noch, in diese Schnittstellen, wie man sagt, immer reinzugehen, um da doch gefährlicher zu werden. Teilweise war zu viel Kreisanspiel, was eben nicht angekommen ist und so, was eben für Grün-Weiß zu Kontertoren geführt hat. Also von der Warte her beglückwünsche ich erstmal Grün-Weiß-Schwerin zu diesem Sieg und wir werden sehen, wie es weitergeht. Also. Ja, dann wünschen wir da erstmal gute Besserung nach Wismar, zum Trainer, dass es da bald weitergeht. Fred, herzlichen Glückwunsch. Den Schwung mitgenommen aus dem Neubrandenburg-Spiel und ein Pflichtsieg gelandet. Kann man das so punktuell abschließen? Na, ich finde nicht, dass wir den Schwung mitgenommen haben, den wir im Neubrandenburg-Spiel gezeigt haben. Pflichtsieg will ich auch nicht sagen, das fände ich auch sportlich nicht fair. Ich denke, dass jedes Spiel von neuem und zwar bei 0-0 losgeht und man sich dort reinwurschteln muss. Und genau das hatte ich auch den Mädels gesagt, dass jedes neue Spiel das schwerste werden wird. Und es hat sich gezeigt, dass es eben heute ein anderes Spiel war und sich die Mädels eben reinkämpfen mussten.
ich will und muss natürlich dazu sagen, dass ich ganz viel gewechselt habe. Ne? Unsere zweite Torhüterin Anne, die hat nachher gestanden, die zweite Halbzeit über und viele andere Spielerinnen, die sonst nicht so zum Einsatz kommen, haben das Spiel. Ja, wir haben es beobachtet, wir haben alle 14 Spieler auf dem Spielberichtsbogen auch auf der Platte gefunden. Richtig, genau. Und da ist es einfach nicht möglich, dass eben das, was man von Grün-Weiß erwartet, ja, gleich so zeigen kann. Ich bin aber auch zufrieden mit meinen Mädels, weil es ja dann doch, wie du festgestellt hast, ein sehr deutlicher Sieg wurde. Und das haben alle Mädels, alle 14 erreicht. Und insofern, ja, danke für die Glückwünsche. Ja, man auf grün-weißer Seite hatten wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Man sucht da nach regionalen Vergleichen. Nur hat man in Wismar eine lange Handballtradition. Man hat eine Zweitligamannschaft. Das sieht noch nicht nach einer Mannschaft aus, die dem nachrücken könnte. Nee, in diesem Fall nicht. Also da haben wir noch sehr viel dran zu arbeiten, um das zu schaffen. Ich sage, mit diesem Kader, den wir da haben, ist es für jetzt zum B-Jugendverhältnis gut, aber Perspektive für die erste Frauen-TSG, also da sind vielleicht ein, zwei, die eventuell mal da in Frage kommen. Aber man muss auch davon ausgehen, wenn es in dem Alter nachher ist, kommt drauf an, wo ist eine Lehrstelle, wo geht die Arbeit hin und so. Und da muss man erstmal sehen, wo es dahin geht dann nachher. Wie geht das, wie alt sind die Mädels? Gehen die nächstes Jahr alle hoch in die A-Jugend oder wie ist das? Ja, das ist auch erstmal noch die Frage. Ich weiß nicht, ob nächstes Jahr, also von uns, von unseren Mädels bleiben alle in der B-Jugend, davon erstmal ab. Ob und in zwei Jahren, ob überhaupt dann auch eine A-Jugend gibt, dann ist so viel Gesprächsstoff, dass es vielleicht eine B-Jugend 3 Jahre geben soll oder so. Also das, da weiß keiner noch nicht so, wo es lang geht. Aber unsere bleiben alle nächstes Jahr noch in der B-Jugend. Haben alle noch das Alter für die B-Jugend. Ja, dann ist da ja nächstes Jahr noch viel und einiges möglich. Entschuldigung. Bei euch ist es ja auch, da habt ihr zum Teil 10 Junioren heute mit hochgezogen, habt ihr ja auch schon vorher gemacht. Bei euch ist es ja auch mehr oder minder so ein fließender Übergang. Ja, wisst ihr da schon mehr, wie ihr nächstes Jahr da hochgeht? Gibt es da eine A-Jugend? Ja, das ist die feste Absicht, dass wir mit einer A-Jugend im nächsten Jahr starten. Die ersten Gedanken sind die, dass eben der Stamm der jetzigen B-Jugend, 94er und 95er Jahrgang, eben dann in der A-Jugend spielen wird. Ein Teil der 95er, die jetzt so noch nicht so häufig zum Einsatz kommen, werden mit großer Wahrscheinlichkeit in der B-Jugend bleiben. Und das ist so erst einmal der Plan. Wir sind dabei, die ersten Gedanken, die ersten Linien zu zeichnen, um das einfach ja, sich entwickeln zu lassen. Aber wir können davon ausgehen, dass der Kern dieser B-Jugendmannschaft dann in die A-Jugend wechseln wird. Ja, dann wünschen wir euch erstmal viel Glück für die weitere Saison, dass es so klappt, vielleicht ja sogar wieder bis zur NOHV-Meisterschaft und auch der TSG Wismar natürlich viel Glück in diesem und natürlich auch im nächsten Jahr mit der B-Jugend der TSG Wismar. Vielen Dank fürs Interview. Danke. Und wir sehen uns dann wieder bei der nächsten Sendung von Sport in Schwerin.